So, da sind wir wieder. Nach dem Fail in der letzten Folge. Schauen wir in die Repcon-Forschungslabore. Wer uns denn da erwartet? Sind Sie hässlich? Gehen Sie nach oben und reden Sie mit Jason, bevor ich von Ihrem Anblick noch kotzen muss. Hey, Sie sind ja gar kein Ghoul. Ihre Streiche ziehen bei mir nicht, Glatthaut. Und bei Jason auch nicht. Ja, der gute Chris Haversam ist ein bisschen verrückter. Ey, ich muss los. Gute Idee. Hat nämlich, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir schon mit so vielen Ghoulen geredet haben, aber er hat die exakt gleiche Stimme wie ein Ghoul eigentlich. Ist halt ein bisschen merkwürdiger Kauz. Das kann man nicht leugnen. Aber er wird hier offenbar geduldet. Und hier sehen wir auch einen lebenden Bright-Anhänger. Und man sieht, die haben auch alle Energiewaffen. Also offenbar haben die im Kampf gegen dieses komische Nachtvolk einige Leute verloren. Dann ist unser Auftrag ja eigentlich schon von vornherein klar, oder? Startplattform. Ah, Jason Bright. Eine sehr erhellende Erscheinung. Hallo Jason. Hallo Wanderer. Vergeben Sie uns unsere bescheidene Behausung. Unsere wahre Heimat erwartet uns in der weiten Ferne. Sind Sie gekommen, um uns bei der langen Reise zu helfen? Ich bin eigentlich hier, weil sich wilde Ghule nach Noburg verirrt haben. Und Sie haben sie wie Tiere niedergeschossen, nicht wahr? Diese Ghule waren Teil meiner Herde, auch nachdem der Wahnsinn ihren Geist verzerrt hatte. Wir ließen sie nie frei umherwandern. Wir verwahrten sie sicher im Erdgeschoss. Wir hielten sie unter Verschluss. Die Dämonen müssen sie irgendwie freigelassen haben. Und jetzt sind sie auf ewig verloren, ohne die Erlösung und das heilende Leuchten der weiten Ferne zu kennen. Denken Sie bitte daran, dass jeder wilde Ghoul, den Sie verschonen, eine Seele ist, die wir später retten können. Sobald der Weg frei ist, begleiten uns unsere wilden Brüder und Schwestern auf der langen Reise. Sofern noch welche übrig sind. Sofern ich noch welche übrig lasse, das ist eher das Problem. Okay, wir haben es hier offenbar mit Sektenspinnen zu tun. Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt. Nein, eigentlich nicht. Aber wir sind offenbar friedliche Sektenspinner. Und naja, was genau meinst du mit Dämonen? Das hier ist nicht Skyrim. Die Dämonen erschienen aus dem Nichts. Vielleicht wäre es noch korrekter zu sagen, dass sie überhaupt nicht erschienen sind. Die Dämonen sind unsichtbar. Man erkennt ihre Position nur an einem Schimmer der Luft, wie Sonnenlicht auf Wasser. Sie fielen eines Morgens über uns her, als wir auf dem Weg zum Gebet waren. Wir hatten gerade den Keller betreten. Eine Herde kämpfte tapfer und tötete sogar ein paar. Aber zu welchem Preis? Fast die Hälfte von uns ist tot oder wird vermisst. Der Rest von uns zog sich nach hier oben zurück. Einer der Dämonen fauchte uns wild an, aber seitdem haben sie nicht mehr versucht, uns anzugreifen. Dennoch sorgt ihre dämonische Anwesenheit dafür, dass es derzeit keinen Fortschritt bei der langen Reise gibt. Aber jetzt sind sie ja da. Erneut schickt der Schöpfer einen Menschen, der uns bei der Überwindung eines scheinbar unüberwindbaren Hindernisses hilft. Moment, noch habe ich nichts davon gesagt, dass ich euch helfen werde, ja? Also das Nachtvolk hat jetzt nie unbedingt nett ausgesehen. Wer zum Teufel sind Sie übrigens und warum habe ich dich das nicht als erstes gefragt? Ich bin Jason Bright, der Prophet der langen Reise. Alle Ghule, die Sie hier sehen, gehören meiner Herde an. Das ist ein bisschen eine billige Antwort. Was ist die lange Reise? Der Weg ins Jenseits oder was? Wir wollen der Barbarei des Ödlands entkommen, insbesondere der Gewalt und der Intoleranz seiner menschlichen Bewohner. Der Schöpfer hat meiner Herde ein neues Land versprochen. Einen Ort, an dem sie Sicherheit und Heilung finden. Ein Paradies in der weiten Ferne. Die Vorbereitungen für die lange Reise waren fast abgeschlossen, als die Dämonen auftauchten. Ja, okay. Sekte, ganz eindeutig. Wie wollen Sie diese Reise antreten? Hoffentlich nicht mit deiner Sauna und nee, das ist schon mal schief gegangen, glaub mir. Die Modalitäten der langen Reise sind eine Glaubenssache und werden mit Außenseitern nicht besprochen. Arschloch. Was ist eigentlich mit dem Typen, der mich reingelassen hat, der sich irgendwie, naja,
Für sowas Hässliches wie du. Okay, nein, das ist gemein. Ich mag Gude. Und sie können ja nichts dafür. Das wird, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob das irgendwo erklärt wird, wie Gude eigentlich entstehen oder was Gude sind. Aber ich glaube, Gude sind. Wie war das nochmal? Gude sind einfach Menschen, die sich irgendwann zu sowas verwandelt haben. Ich weiß es nicht mehr genau. Falls es einer von euch weiß, kann er es gerne mal in die Kommentare schreiben. Das interessiert mich nämlich. Beziehungsweise vielleicht kann er auch mal sagen, wo man das denn herausfindet. Also mehr über die Gude an sich. Wär ganz nett. Sie meinen Chris? Ich bezweifle, dass Sie viel Glück hatten, wenn Sie ihm erzählen wollten, dass er ein Mensch ist. Wir hatten dieselbe Diskussion, als er hier aufgetaucht ist. Ebenso ohne Erfolg. Er hält sich für einen von uns. Schon bald stellten wir fest, dass Chris ein Geschenk des Schöpfers ist. Er ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der langen Reise. Okay, was ist jetzt mit den Dämonen? Erzähl mal ein bisschen mehr. Ja, über die Sprechanlage. Todesdrohungen für den Fall, dass wir nach draußen gehen. Sicherheitsversprechen, falls wir eingesperrt bleiben. Das ging Stunden so und es ergab nicht immer einen Sinn. Aber nur am ersten Tag. Seitdem Stille. Werden Sie die Dämonen für uns vertreiben? Ich schau mal, was sich machen lässt. Gepriesen sei der Schöpfer. Gesegnet seien Sie. Gesegnet seien wir alle. Sobald der Untergrund frei von Dämonen ist, können die Vorbereitungen für die lange Reise weitergehen. Und wir kriegen den Kellerschlüssel. Ja, die Sache ist tatsächlich ein zerstörter Partyhut. Wunderschön. Die Sache ist ja tatsächlich die, dass ich nicht weiß, ob wir schon bereit sind, uns mit dem Nachtvolk anzulegen. Es könnte katastrophal nach hinten losgehen. Naja, schauen wir mal. Können wir das herstellen? Nee. Ich drücke immer die falschen Tasten. Das ist so eine Skyrim-Krankheit. Oh, ein Laboratorium? Nee, schade. Laboratorium? Nee, schade. Erste Hilfekasten? Ja gut, wir dürfen. Kannst du dich beamen? Oh, hier ein Terminal, das wir nicht benutzen dürfen. Interessant. Ich glaube, sie vertrauen uns nicht. Hier ist es. Warte mal, bist du ein Arzt? Nerven Sie, Jack. Zieh sich an wie ein Arzt, aber ist keiner. Na gut, jetzt ist es ja eigentlich egal, nachdem wir herausgefunden haben, dass wir uns mit Drogen genauso gut die Körperteile wiederherstellen können. Was auch nicht unbedingt viel Sinn macht, aber ja, Computerspiele und Sinn sind. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Computerspiele und Sinn, das ist immer so eine schwer vereinbarende Sache. Gut. Schauen wir mal, ob wir uns mit dem Nachtvolk bereits anlegen können oder ob wir das eher lassen sollen. Komm schon. Ich weiß, dass die Kämpfe gegen die nicht unbedingt angenehm sind. Aber gut, schauen wir mal. Vor allem unangenehm ist die Tatsache, wir haben es ja bereits vernommen, die Typen sind unsichtbar, weil sie permanent einen Stealth-Boy nutzen. Und man kann sie nur sehr, sehr schlecht erkennen. Das heißt, wenn man Pech hat. Und die nutzen sehr, sehr gerne Nahkampfwaffen, die sehr, sehr reinhauen. Und wenn man Pech hat, dann hat man so ein Ding einfach mal im Kreuz stecken. Und weiß nicht, wer einem geschieht. Hier irgendwo schleicht bereits der Erste rum, das weiß ich. Ihr werdet gleich sehen, warum ich hier so durch die Gegend schleiche. Hier ist keiner. Hier irgendwo patrouilliert aber einer. Und wenn wir sie einzeln anlocken können, dann glaube ich, haben wir eine Chance. Aber mehrere ist auch keiner. Was sind die denn? Da ist keiner. Gehen wir mal nach unten. Da ist einer, der tot ist. Das gefällt mir natürlich. Diese komischen Keulen. Man muss auch aufpassen, welche Türen man denn aufschließt, denn offene Türen sind natürlich ein potenzielles Einfalltor für die Typen. Ach! Den haben wir auch hier. Ach, genau. Warte, da speichere ich mal kurz.
vorher. Und wir haben einen Stufenaufstieg. Juhu, das heißt, volle Möhre in Energiewaffen. Ein paar Punkte in Wissenschaft und ein paar Punkte in Sprache. Aber Sprache hilft uns nichts, wenn wir nicht schießen können. Also machen wir so, speichern nochmal und lernen hier einen, einen Typen kennen. Hallo, Typ. Komm und hol's dir, du großes Dummes. Hey, Sie sind ja keins von diesen Dingern da draußen. Wer zum Teufel sind Sie? Ja, Jason und so, ne, Junge? Und er hat Ihnen sicher erzählt, dass es der Wille des Schöpfers ist, dass Sie Ihren Arsch riskieren und nicht er seinen, stimmt's? Stimmt. Dann mal viel Glück dabei. Ich würde ja helfen, aber nein, danke. Ich sehe zwar aus wie eine Leiche, bevorzuge aber das Leben. Verstehe ich sehr, sehr gut. Sie sehen übrigens nicht aus wie die anderen Ghoule von Brights Gruppe. Sie haben wenigstens eine Lederrüstung und damit ein bisschen mehr Schutz wie die mit ihrer komischen Robe. Das verrät wohl die Kleidung, was? Ich mochte diesen religiösen Mumpitz mit Roben und so weiter noch nie. Aber im Ödland ist es langweilig, klar? Und ich brauche wohl nicht erwähnen, dass es in Brights Gruppe ein paar ultrascharfe Guletten gibt. Oder vielleicht sollte ich das doch. Wie dem auch sei, ich half ihnen und sie versorgten mich mit Munition und angenehmer Gesellschaft. Sieht ganz danach aus, als ob ich sie töten muss. Das ist so ziemlich die dämlichste vorgeschriebene Antwortmöglichkeit im Spiel. Ja, ich habe gern mal mit der Bruderschaft und mit den Frauen dort rumgemacht, denn die haben ja, ne, Knickknack und so. Ja, ich muss sie töten. Warum? Sie haben mit Ghoulen geschlafen? Ist auch lustig, wie sind sie in diese Falle geraten? Woher weiß ich denn, dass er sich in einer Falle befindet? Er ist ja eigentlich nur hier oben und hat ein paar Typen schon vom Nachtvolk getötet. Manchmal ist die Logik echt nicht die Stärke des Spiels. Zunächst einmal sitze ich hier nicht in der Falle. Das war eine taktische Entscheidung. Klar, ich bin den Biestern da draußen nicht gewachsen. Also habe ich meine gute Verteidigungsposition gesucht. Und die verteidige ich auch gut, oder? Ach, wen verarsche ich denn? Ich sitze in der Falle. Harland, der Name. Freut mich, Sie kennenzulernen. Um es zusammenzufassen, ich begleitete einige Leute zur Arbeit hier runter, als diese Dinger plötzlich angriffen. Der Großteil des Kampfes fand oben statt, aber einige Leute gerieten in Panik und rannten in Richtung Keller. Wie sich herausstellte, waren da unten noch mehr dieser Biester als oben, also ging die Sache schnell in die Hose. Ich konnte die anderen nicht finden, also zog ich mich in diesen Raum zurück und richtete eine nette kleine Todeszone ein. Ende der Geschichte. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, hier wegzukommen? Ha! Sie sind aber wirklich höflich. Wenn es nur um uns beide ginge, würde ich Ihnen ja Folge leisten. Aber da ist noch etwas. Als diese Mutantenbastarde angriffen, war eine Freundin bei mir. Sie geriet in Panik und floh in die falsche Richtung, tiefer in den Keller. Sie ist wohl tot, aber ich werde erst gehen, wenn ich Gewissheit habe. Ich hätte auch selbst gesucht. Aber ich würde dort keine Minute überleben. Sie dagegen scheinen mir ziemlich robust. Finden Sie meine Freundin und ich mache den Weg frei. Alles klar. Warum denn auch nicht? Wieder ein etwas emotionsloses Gespräch, aber naja. Okay, ich helfe dir. Danke. Lassen Sie mich wissen, was Sie herausfinden. Hoffentlich geht es ihr gut. Ja, er sagt selbst, dass sie wahrscheinlich tot ist, aber er hofft, dass sie wahrscheinlich, dass es ihr gut geht. Ja, was man hier sehr schnell bemerkt, hier wimmelt es nur so von Fallen, aber man kann relativ schnell einen Weg rausfinden, wie man das umgehen kann. Und wenn man zu weit nach vorne geht, glaubt er, dass man ihn angreifen möchte und tötet einen, oder versucht es zumindest. Und der Typ ist ganz schön zäh, das heißt, das lassen wir mal eher. Gut, aber einen Kampf gegen das Nachtvolk muss ich euch doch jetzt mindestens noch bieten. Das bin ich euch ja fast schon schuldig. Und ich glaube, da ist einer. Hallo. Da war was. Ich glaube, mit dem konnte man sich verbünden. Schauen wir mal. Händler, wir haben einen Besucher. Eher ein Attentäter.
Ich sage, töten Entler. Zur Sicherheit. Okay, Entler. Ich frage. Hallo, Mensch. Was willst du hier? Alles okay? Du klingst ein bisschen komisch, als ob du mehrere Stimmen im Kopf hättest. Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und befehlige Truppen. Entler leitet mich, so wie ich meine Sippe leite. Dürfte eher eine Inzestzippe sein. Ich bin wegen der Ghule gekommen. Ein Mensch, der mit Ghulen befreundet ist? Verdächtig. Du meinst die, die oben sind? Entler hat Sprechanlage benutzt und ihnen befohlen, dort zu bleiben. Aber sie wollen trotzdem runterkommen? Das kann ich nicht zulassen. Meine Sippschaft ist nicht richtig im Kopf, so wie ich. Greifen dich sofort an. Ghule auch. Sind verrückt. Deine Ghul-Freunde müssen warten, bis du gefunden hast, weshalb Entler uns hergebracht hat. Okay, was denn? Gut. Entler hat uns nicht umsonst hierher geführt. Warum gleich nochmal, Entler? Genau, Stück Papier. Rechnung von Lieferung. Viele hundert Stealth Boys vor langer Zeit hierher geschickt. Aber Stealth Boys müssen in Raum sein. Wir noch nicht durchsucht Raum, den nicht durchsuchen können. Und was genau ist das Problem? Von den Stealth Boys haben wir schon was gelesen. Ein Ghoul. Aber nicht Macho-Ghoul wie andere. Dieser Ghoul stark. Ich geglaubt, Entler mir befohlen, Sippe in diesen Raum schicken. Aber drei gestorben. Ghoul Meisterschütze und stellt Fallen. Aber ich mich verhört und Entler falsch verstanden. Habe die Tür versperrt, damit Sippe draußen bleibt und gewartet, was Entler befiehlt. Dann du gekommen. Entler sagt, du bist die Lösung. Okay, also wir haben jetzt die Möglichkeit, mehr oder weniger uns mit Harland anzulegen und ihn zu töten, oder uns jetzt mit Davison anzulegen. Wir haben also die Wahl zwischen Pest und Cholera. Aber ich schau mal, was sich machen lässt. Ja, Entler sagt, wir hier verschwinden, sobald Stealth Boys haben. Ich gebe dir Schlüssel. Entler mir befohlen, Tür zu versperren. Ghoul rechnet nicht mit Menschen. Schießt vielleicht nicht auf dich. Vielleicht doch. Er hat übrigens eine ziemlich interessante Waffe. Ich weiß nicht, ich glaube, die war einzigartig sogar. Boah, wie war das denn jetzt? Ich glaube, man konnte man jetzt nochmal mit ihm reden? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich vermute, ja. Haben Sie meine Freundin gefunden? Ich rechne nicht. Wieder. Okay. Es ist jetzt schwierig. Ich weiß es nämlich jetzt gerade nicht. Also er hat gesagt, der Ghoul ist Meisterschütze, also muss es eigentlich eher sein. Ich schätze mal, es ist so, dass man ihn töten muss. Man tötet quasi anstatt der ganzen Nachtvolkssippe, tötet man ihn und erspart sich damit alles andere. Oh, und da ist einer. Habt ihr ihn gesehen? Ich schätze mal eher nicht. Das Lustige ist, er nimmt es mir nicht mehr übel. Oh, ich habe einen von deinem Volk getötet. Naja, kann passieren. Das Gemeine ist, man sieht die auch nicht auf der Karte, solange sie den Stealth Boy nutzen. Da muss man auch schon Augen dafür haben und manchmal läuft man einfach in die Viecher rein. Das lässt sich nicht vermeiden. Gut, aber ich würde sagen, wir heben uns die Entscheidung, wen wir töten, fürs nächste Mal auf. Ich stelle mich mal hier hin und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, arrivederci und goodbye.